Aber also wir sind hochzufrieden, dass wir hier gewonnen haben. Es war für uns ein schweres Spiel, es war eine aufgeheizte Stimmung. Die Zuschauer waren mit Leib und Seele und mit Emotionen dabei. Wir haben auch vielleicht nicht so gut gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Das heißt, es blieb lange knapp. Aber trotzdem waren wir so souverän und gerade zum Schluss, dass wir dann mit plus 7 Toren das Spiel gewonnen haben und ich denke dann auch sogar verdient. Ja, die Voraussetzungen im Laufe der Woche haben sich von Trainingstag zu Trainingstag eigentlich verschlechtert, denn neben Clemens Gravenhorst und Ivan Kollak gab es dann noch hier und da eine kleinere Blessur. Und dafür muss ich sagen, haben wir es über weite Strecken ganz gut gemacht. Wir haben im Angriff, solange die Kräfte gereicht haben, sehr diszipliniert gespielt. Wir haben geduldig versucht, unsere Angriffe auszuspielen und das, glaube ich, auch mit einer relativ hohen Effizienz. Deckungstechnisch große Probleme gegen das Kreisläuferspiel von Braunschweig gehabt, okay, aber am Ende bleiben wir bis zur 50. Minute irgendwo in Schlagweite und dann haben uns, glaube ich, die Kräfte ein Stück weit verlassen. Ansonsten kann das hier wirklich nochmal ein enges Spiel werden, weil das Publikum hat definitiv Eindruck auf den Gegner gemacht. Leider haben uns die Kräfte nicht ganz so weit getragen, dass wir das Potenzial hier der Halle hätten nutzen können. Aber wir gucken in die nächsten zwei Wochen nochmal rein, um wenigstens einen Sieg dann von den beiden Spielen nach Hause zu bringen.